Hallo, ich grüße dich ganz herzlich. Mein Name ist Gertrud Ebner von energiewohlbefinden.de und in meinem heutigen Video geht es darum, wie du entspannt und schon mit Energie in den Tag starten kannst. Viele kennen das von euch vielleicht, dass sie am Morgen schon sehr müde und K.O. sind, am liebsten im Bett liegen bleiben würden und nur ganz schwer sich aufraffen können, in den Tag zu starten. Und da möchte ich dir heute wirklich meine Lifesavers mit auf den Weg geben. Ich habe da kürzlich einen interessanten Blogbeitrag gelesen, wo dieses Lifesavers auch mit drin waren. Ich habe erkannt, das sind genau die Punkte, die ich auch schon seit Jahren in meinem Alltag integriert habe und die mir wirklich ganz toll dabei geholfen haben, ja, mit Energie in den Tag zu starten, einfach freudig den Tag zu beginnen. Und der erste Punkt, den ich dir wirklich da ans Herz legen möchte, ist, ja, steh ein wenig früher auf. Wenn du Mutter bist, stell deinen Wecker eine halbe Stunde zum Beispiel eher, damit du einfach Zeit für dich davor hast, Zeit für Ruhe und Stille, weil das ist der erste Punkt, Stille. Genieß den Moment, mach vielleicht die Terrassentür auf, geh in den Garten oder mach dein Fenster auf. Begrüße den Tag, stimme dich ein und atme einfach ein paar Atemzüge tief ein und aus und genieße den Moment. Also komm wirklich zur Ruhe. Du kannst auch eine kleine kurze Meditation machen. Auch ohne wenig Aufwand einfach die Augen schließen, ein bisschen nach innen horchen, vielleicht deine Hände aufs Herzchakra auflegen und dich in dich reinspüren. Wie geht es mir jetzt gerade? Einfach hinspüren, wie fühlst du dich oder was möchtest du an diesem Tag erleben? Was soll dich diesen Tag begleiten? Da sind wir dann beim zweiten Punkt. Ich arbeite sehr gerne mit Affirmationen. Such dir eine schöne Affirmation aus, die dich diesen Tag begleiten soll. Zum Beispiel, ich bin ruhig und gelassen. Oder zum Beispiel, ich bin liebenswert. Ich folge vertrauensvoll meinem Herzensweg. Oder ich bekomme jederzeit die nötige Hilfe. Oder es geht mir gut und ich bin voller Freude. Und eine Affirmation soll nicht nur einfach so dahingesagt werden, sondern belege sie wirklich mit Gefühl, belege sie mit Bildern. Wie fühlst du dich, wenn du glücklich bist? Wie fühlst du dich oder was machst du, wenn du entspannt bist, wenn du gelassen reagierst? Wie sprichst du mit deinen Kindern? Also mal dir das wirklich bildhaft aus, visualisiere das und spür dich da richtig rein, wie es dir da geht. Schließ am besten da deine Augen dazu. Und bau das wirklich in deinen Alltag schon am Morgen mit ein und lass dich von dieser Affirmation begleiten. Was für mich auch sehr wichtig immer ist, seit vielen Jahren, ist das Schreiben. Also ich habe ein Dankbarkeitstagebüchlein. Manche sagen Morgenseiten dazu oder Journaling. Es ist immer das Gleiche. Also du schreibst einfach nieder, zwei, drei Seiten, was dich beschäftigt, wofür du dankbar bist, was du dir wünschst, welche Ziele du hast. Damit lenkst du den Fokus auf das Positive, damit verstärkst du das Positive, damit hast du eine klare Ausrichtung und auf der anderen Seite kannst du deinen Geist befreien von negativen Eindrücken, von dem, was dich belastet oder wo du dich vielleicht gerade sorgst oder was dich unglücklich macht. Einfach niederschreiben, gib deinen Gefühlen wirklich auch Ausdruck. Es können auch mal Tränen fließen dabei beim Schreiben. Das ist nur ein Zeichen, dass sich was gelöst hat, dass es wirklich hilfreich ist, sich dem mal auch hinzugeben oder hinzuspüren. Dann mache ich am Morgen auch noch sehr gerne etwas Inspirierendes lesen. Ich habe da einen Tischkalender, da sind immer sehr schöne Sprüche drauf, die ich dann einfach ein bisschen wirken lasse. Oder ich habe ein schönes Buch auf meinem Nachtkästchen liegen, wo ich einfach zwei, drei Seiten drin lese. Such dir da wirklich ein Buch aus, das dich inspiriert, das dich ja, in eine gute Stimmung bringt. Und damit wirst du sehen, damit startest du ganz anders in den Tag, als wenn du gleich nach dem Weckerläuten aus dem Bett hetzt und alle To-Dos abarbeitest. Ich überlebe gerade. Ein weiterer Punkt, den ich auch sehr gerne mache, ist am Morgen, ja, wie gesagt, Zeit für mich zu nehmen. Es muss gar nicht unbedingt Meditation sein, sondern einfach in die Stille gehen, mich innerlich auf diesen Tag auch vorzubereiten, ihn zu begrüßen,
mir zu überlegen, was darf heute alles sein, mir einen kleinen Überblick zu verschaffen, was ist, ja, was ist, steht heute alles an, was habe ich auf dem Programm. Dann bin ich schon nicht so gestresst, weil dann weiß ich, was mich erwartet und womit ich ja, an diesem Tag vielleicht mir nur Pausen einrichten sollte, wenn es zu viel ist, dass es an diesem Tag erledigt werden muss. Und damit fahre ich recht gut. Ich habe da wirklich Verschiedenes ausprobiert und diese Lifesavers, also S für Silence, für Stille, also Meditation oder einfach dich der Ruhe hingeben, A für Affirmation, Worte, die dir gut tun, Sätze, die dich jetzt durch diesen Tag begleiten können, die dich unterstützen, deinen Fokus zu lenken, V für Visualisierung. Stell dir das wirklich bildlich vor, was wünschst du dir, wie möchtest du leben, was sind deine Ziele. E für Exercise, das ist der Punkt, den habe ich noch vergessen, also etwas zu lernen, bewegen, dich sportlich ein bisschen am Morgen schon zu betätigen, sprich ein paar Yoga-Übungen zu machen oder ein paar Gymnastikübungen oder vielleicht auch nur ein paar so Dehnübungen, wo du dein Herz öffnen kannst und nach hinten strecken oder was dir gerade gut tut. Also ich mache seit vielen Jahren Yoga und ich genieße es am Morgen, einfach ein paar Yoga-Übungen zu machen. Momentan, wenn das Wetter schön ist, packe ich meine Matte und gehe auch gerne in den Garten. Das ist dann noch ein doppelter positiver Effekt, weil ich dann auch noch die, ja, die Düfte des Morgens riechen kann, die Vögel zwitschern hören kann. Und es tut einfach gut, schon am Morgen seinen Körper ein paar Minuten zu bewegen. Dann das R für Reading, also Lesen, was Inspirierendes Lesen. Und das S für Scribing, das Aufschreiben. Ja, ich weiß nicht, wie du deinen Tag beginnst und startest, aber probier's mal damit. Probier's mal diese Lifesavers in ein morgendliches Programm einzubauen. Stell dir den Wecker wirklich eine halbe Stunde eher oder eine Dreiviertel, wenn du ein bisschen Puffer hast. Das mag sich vielleicht am Anfang schwierig anhören und so, oh, der innere Schweinehund ist da vielleicht noch groß, aber du wirst sehen, je öfter du das machst, umso mehr wird eine Gewohnheit daraus, umso mehr wird es für ein morgendliches, wie ein morgendliches Ritual für dich und du wirst es nicht mehr missen wollen. Es ist dann wie Zähneputzen, du machst es einfach, weil es dir gut tut und danach kann der Tag beginnen, danach bist du wirklich gestärkt für den Tag. Dann erledigst du deine Aufgaben einfach viel leichter, weil du schon gut für dich gleich am Morgen gesorgt hast, gut in deine innere Mitte gekommen bist. Und dann ist alles andere nicht mehr so herausfordernd. Dann kannst du deine Kinder wecken, dann kannst du sie für die Schule oder Kindergarten unterstützen und Vorbereitungen treffen. Und dann bist du auch gestärkt für deine Arbeit, wenn du in den Job musst. Ja, ich wünsche dir viel Glück und viel Freude damit. Schreib mir gerne in den Kommentaren, wie es dir damit gegangen ist. Wenn du weitere Inspirationen dir wünschst, dann melde dich gerne in meinem Newsletter an. Da findest du auf meiner Webseite die Anmeldung www.energiewohlbefinden.de. Oder falls du Mama bist, bist du auch herzlich in meine Gruppe, in die Facebook-Gruppe eingeladen. Mamas Kraftoase, Entspannung, Kraft und Lebensfreude für Mütter. Ansonsten wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen, erfüllten und glücklichen Tag und alles Liebe von meiner Seite. Ciao!